streiche die gleich. Dramatik. Leute, ich fahre gerade direkt auf einen Baum zu. Action. Und Humor. Das zeichnet sie aus, Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf. Ihrem Sender Pro7 liefern sie zuverlässig Topquoten, ob am Samstagabend oder mit Klaas Late-Night-Show am Montag. Nun hat ein Team des NDR-Reporter-Formats Steuerung F in Sendungen von Joko und Klaas Manipulationen nachgewiesen. Ein Dieb vor laufender Kamera? Die Geschichte ist nicht echt. Ein Schauspieler, der ganz alleine einen Ballon landet? Hier kommt ein Baum, Mann! Hier kommt ein Baum! Die Geschichte war ein Fake. Wie fake sind Joko und Klaas? Die Reporter konnten zeigen, dass Prominente in vermeintlich überraschende Aktionen der beiden eingeweiht waren. Dass vermeintlich Ahnungslose und sogar Fahrraddiebe Schauspieler waren, die von den angeblich versteckten Kameras wussten. Der Dieb rannte irgendwann in die Richtung. Und da vorne blieb er stehen und lief langsam zurück und blieb dann hinter dem Auto stehen, bis er dann wieder ans Set durfte. Für den zweiten Take. Genau. Ich persönlich fühle mich auch als Zuschauer getäuscht, weil zum Beispiel die Nummer mit dem Fahrrad habe ich geglaubt. Ich habe gesagt, hey, tolle Nummer, weil die haben es geschafft, die haben sich da richtig Mühe gegeben. Und darauf basiert das ja alles, dass sie sich Mühe gegeben haben, dass die sich da die Nacht um die Ohren geschlagen haben, um dann einen Fahrraddieb auf frischer Tat zu ertappen und zu konfrontieren mit all ihren skurrilen Aktionen. Wenn aber der Fahrraddieb nicht echt war, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Hans Hoff ist Mitglied der Grimme-Jury. Den renommierten Fernsehpreis haben Joko und Klaas gerade erst gewonnen, zum wiederholten Mal. Nominiert war Klaas Häufer-Umlauf auch für Late Night Berlin, eine der Sendungen, in denen die NDR-Reporter Manipulationen nachgewiesen haben. Wir sind einfach davon ausgegangen, dass es echt ist. Und in der Grimme-Jury Unterhaltung sitzen nun keine Deppen, sondern da sitzen Menschen mehrheitlich, die sich mit Fernsehen sehr, sehr gut auskennen, die Fernsehen sehr, sehr lange beruflich schauen. Und ich habe keinen erlebt in der Jury, der das nicht geglaubt hat, was da passiert ist. Das wurde für echt genommen. Dementsprechend empört die Reaktionen. So schummeln Joko und Klaas im TV. Fake-Fernsehen, inszeniert und gescriptet. Das Ende von Joko und Klaas als ehrliche Unterhalter. Der Sender Pro7 reagiert sofort, wiegelt aber zunächst ab. Von den beiden persönlich fast eine Woche lang nichts. Bis Klaas in seiner Sendung das Thema aufgreift, auf seine Art. Wir haben das Coronavirus besiegt. Also nicht das Robert-Koch-Institut oder Jens Spahn oder Elon Musk, sondern wir, Joko und ich, wir haben es von der Bild.de-Startseite verdrängt, meine Damen und Herren. Für mehrere Stunden. Eine unterhaltsame Solonummer auf Grundlage der eigenen Verfehlungen. Bis es schließlich, Minuten später, doch noch kurz ernst wird. In einzelnen Fällen, so Klaas, sei man über das Ziel hinausgeschossen. So zum Beispiel bei dem vermeintlichen Fahrradtyp. In dem Fall haben wir deutlich so anders dargestellt, dass man es auch nicht mit so einem einfachen ist ja eine Unterhaltung wegwischen kann. Ich kann auch jeden verstehen, der davon enttäuscht wurde. Dafür möchte ich mich ernst gemeint und ohne jede Ironie entschuldigen. Das war ohne Wenn und Aber ein Fehler und wird so auch nicht mehr vorkommen. Medienjournalist Stefan Niggemeier überzeugt das nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass die Reaktion so groß und zerknirscht war, wie es eigentlich angemessen wäre. Es sei denn, er versucht das halt auf so einer Ebene. Man geht davon aus, dass alles, was er sagt, auch so einen doppelten Boden hat und auch das Gegenteil heißen kann. Also wenn ich eine Sendung gucke, in der die Leute die ganze Zeit sagen, niemand wusste, was jetzt passiert, muss ich anscheinend immer mitdenken, oder alle wussten, was jetzt passiert und wir erzählen euch das nur gerade. Ich glaube nicht, dass er eigentlich die Art Fernsehpersönlichkeit ist, die sich das erlauben kann. Das zeigen auch die enttäuschten Kommentare auf YouTube unter den gefakten Videos. Doch es gibt auch andere Stimmen. Aber so ist das Fernsehen halt. Es soll ausschließlich unterhalten. Was ich mit einem Unbehagen gesehen habe, ist, wie viele Leute reagiert haben auf diese Enthüllung mit, naja, was habt ihr denn gedacht? Es ist Fernsehen und beim Fernsehen ist alles gelogen. Und diese Leute haben sich bestätigt gefühlt. Und ich glaube, das ist schlecht fürs Fernsehen, weil man einfach sagen muss, nein, es ist nicht alles gelogen. Das müsste auch fürs Unterhaltungsfernsehen gelten.
man muss Unterhaltung ernst nehmen, weil sonst ist es keine gute Unterhaltung. Das heißt, ich vereinbare mit dem Zuschauer eine Währung, in der wir uns, in der wir austauschen. Ich gebe meine Leistung, der Zuschauer gibt seine Aufmerksamkeit. Und wenn einer von beiden die Währung missversteht, dann funktioniert das Geschäft nicht. Wie sehr die Enthüllungen dem Fernsehgeschäft allgemein schaden werden, ist noch unklar. Aber zumindest bei den spektakulären Streichen von Joko und Klaas bleibt erstmal ein Zweifel.